Oh, das war ein Kampf, ich sag's euch. Und jetzt sind alle meine Items weg, guckt's euch an, ich habe eine Feuerblume übrig. Es ist einfach nur zum verrückt werden. Egal, wir können ins nächste Kapitel rennen. Den wir hier... Warte, warte. Ja, Knospis kommen aus einem Land namens Blütenfelder. Man sagt, dass dieses Land mit Schwierigkeiten stecken soll. Um zu den Blütenfeldern zu gelangen, braucht man vier Samen, die nur die Knospis besitzen. Aber wo sind die Knospis? Bitte, Mario, du musst nach den Knospis suchen und die Samen von ihnen holen. Okay, das klingt so falsch. Vielleicht kann dir Merlons Weisheit weiterhelfen. Okay, da, bitteschön. Ich habe vier Stück. Wow, du hast den Samen gebracht. Vielen Dank. Und sie pflanzt ihn ein. So. Die guten alten Knospis haben mir ja richtig tolle Sachen gegeben. Und wie das eingepflanzt wird, durch eine Freudenanimation. Ich meine, ich habe auch schon mal irgendwie Pflanzen gesät hier eingepflanzt, mit indem ich nur rumgehüpft bin voller Freude. Yeah! Und der letzte, bitteschön. Jetzt wird der auch noch eingepflanzt. Und was passiert denn jetzt? Oh, es zoomt ran. Das heißt, irgendwas muss passieren. Oh, Glitzer, es leuchtet. Eine Tür! Mein Gott, aus dem Balken wurde eine ganze Tür. Und sagst du jetzt irgendwas? Ja! Oh, Alter, was? Simuliert das einen Orgasmus? Ja, ach, keine Ahnung. Zuerst sah es so aus, als würden die Blumen einfach nur blühen, aber plötzlich erschien eine Tür. Von hier aus musst du zu den Blütenfeldern gelangen können. Mario, die Blütenfelder brauchen deine Hilfe. Ja. Jetzt haben wir einfach eine Tür, die einfach rumsteht. Also wer Monster AG schon mal geguckt hat, so ein Disney-Pixar-Film, der sollte sowas auch schon mal kennen. Einfach eine Tür, die einfach hier rumsteht und die einfach mal an verschiedenste Orte, wie irgendwelche Himalaya oder einfach mal Holland oder irgendwas, einen einfach mal bringt. Wir gehen doch einfach mal hier rein. Ich wette, hinter dieser Tür ist nur eine kleine Abstellkammer oder sowas. Nichts Großes. Wow, die hat sich gedreht. Kapitel 6, Tränen auf Blütenblätter. Geil. Und wir kommen in einen kleinen Abstellraum raus. Sieh mal an, wer magst du wohl sein? Ach, das sagt der Bom. Ho, ho, ho. Hier oben, Sohn, ich werde Flüsterweide genannt. Ich bin der älteste Baum hier in den Blütenfeldern, dem Land der Bäume, Gräser und Pflanzen. Und du musst Mari sein. Ich habe schon viel über dich, Das ist doch voll für grammatikalisch für den Arsch. Ich habe schon viel über dich gehört. Müsste das nicht von dir gehört? Das Wort über, das stört voll. Naja, er ist ein Baum, was erwartet man schon? Du bist unterwegs, um die hohen Sterne sowie den Rest der Welt zu retten. Sehr nobel, nobel. Wenn das hier wahr ist, dann muss das bedeuten, dass auch in unserem Land ein Stern gefangen ist. Ich würde dir bei deiner Suche gerne behilflich sein, jedoch kann ich das jetzt nicht, weil ich ein Baum bin und in Wurzeln stecke, aber es gibt große Probleme auf den Blütenfeldern. Eine Kreatur namens Schnaufula und seine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit in unser Land eingefallen. Sie warfen graue Wolfe in unseren sonnigen Himmel, seitdem ist es dunkel und kalt. Die Sonne macht sich nicht mehr die Mühe, sich in den Himmel zu erheben. Langsam werden wir immer schwächer und drohen zu verwelken. Oh, da fällt mir etwas ein. Man sagt, dass Schnaufula jemanden gefangen hält. Natürlich, das muss der Stern sein, den du suchst. Oh, oho, du hast also vor, den bösen Schnaufula zu besiegen. Das wäre der größte Wunsch aller Bewohner der Blütenfelder. Aber es ist nicht ganz einfach. Schnaufula verbirgt sich hinter den Wolken in einem Gebiet, das wir Nebelfahrt nennen. Kein Weg führt dort hinauf. Nun... Wenn du aber eine Zauberbohne finden könntest, die bis zu dem Himmel wachsen lässt, geht doch irgendwie einen Moment noch. Ich glaube, es gibt eine Blume, die eine Zauberbohne hält irgendwo. Ich glaube, ihr Name ist Petunia. Du findest sie östlich von hier. Es würde nicht schaden, ihr einen Besuch abzustatten und sie danach zu fragen. Auch die anderen Blumen und Knospis über brauchbare Informationen verfügen, sprich einfach mit jedem. Okay, danke, Dekobaum. Ah, komm, lass mich speichern. Okay, dann machen wir es, wie er gesagt hat, nach Osten gehen wir. Aber das hier ist Westen, Osten ist eine andere Seite. Oh Gott, das war peinlich. Okay, es gibt zwei Wege. Drei Wege, okay. Drei Gabelungen. Naja, wenn er sagt Osten und nicht Nordosten, dann gehen wir einfach mal nach Osten. Oh Gott, diese Viecher. Na komm, wollen wir mal nicht so sein. Da holen wir den erstmal voll die Rübe hier weg. Bleib.
Okay, der hat 5 KP. Und wir haben ein Buu. Und ich glaube, die Viecher haben keine Verteidigung. Zumindest sehen sie nicht so aus, als hätten sie sowas. Blop, 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 blop. Ja, wunderbar. Ein Suseldusel, oder wie heißen die? Ja. Und wir ziehen leider nicht haargenau genug ab. Ach, ja, das sind eh die besten Viecher. Die fliehen schon mal ganz gerne. Ja, Pech gehabt. Keine Erfahrungspunkte für den. Wow, ein Item dafür. Ahornsirup. Hat sich doch gelohnt. Ach du Scheiße. Eine Biene. Au. Oh, fuck. Die machen Schaden. Haben zwar wenig KP, aber dafür können wir ganz schön reinhauen. Okay, das war Fail, aber egal. Das reicht trotzdem noch aus. Und du wirst jetzt auch weggebatscht. Also vor den Bienen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Am besten so ein gemischtem Kampf mit verschiedenen Gegnern. Am besten erst auf die Bienen aufgehen. Und, oh, Leben, Leben, Leben. Okay. Und anscheinend müssen wir hier auch wirklich... Oh, was? Nochmal? Ey, am selben Baum. Ich hau jetzt gar keine Bäume mehr. Das macht keinen Spaß mehr. So, und das mache ich mit Absicht. Anscheinend brauche ich ja keinen Doppeljump. Jump, Jump. Und hier kann ich auch ein bisschen faul sein. So. Müssen ja nicht immer die super fette Animation haben. Ey, Mann, am selben Baum noch so ein Viech. Ist ja ekelhaft. Na komm, gib mir ja wenigstens Zeugs. Ich hab schon keinen Bock, dass da noch so eine Biene rumgammelt. Ey, geh. Alter, und dann erwischen die mich immer. Die schaffen es immer, mich zu schlagen. Und dann ziehen sie mir immer ihre komischen 5 KP ab. Boah, ekelhaft. Okay, und stirb. Das war so ein Gnadenschlag zu viel. Wie auch immer. Okay, Mario freut sich und ich tue es leider nicht, weil irgendwie gehen die Viecher mir echt auf den Sack. Ist in dem Baum... Moment. Als ob in diesem Baum nicht auch noch so einer drin ist. Wow, in dem Baum ist keine Biene. Ich bin richtig stolz auf dieses Spiel. Nein, nein, halt, stopp. Ugh. Alter, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur den Baum hauen. Immer diese Greenpeace-Leute, die immer meinen, diese Bäume zu schützen. Kann ich gleich mal rankippen. Egal. Wow. Was ist das denn für eine epische Phoenix White Musik? Kämpfen die Viecher? Okay, jetzt ist es irgendwie doch nicht mehr so cool. Weißt du mir für eine Sekunde dein Ohr, dann höre meine traurige Geschichte. Sei die Sonne vor, das lasse ich den Kopf hängen. Ich habe kein bisschen Energie mehr in mir. Ohne Sonne scheint die ganze Welt traurig zu sein. Wohl doch, irgendwie hört sich das an wie Phoenix White. Kennt ihr das Spiel? Und jetzt graben sich auch noch diese Maulwürfe in die Erde und knabbern an meinen Wurzeln. Oh, weh mir. Meine einzigartige Samenkollektion wird bald zu einem Monty-Maulwurf-Bankett. Bitte, mein Herr. Sie scheinen sehr stark zu sein. Würden Sie bitte diese Monty-Maulwürfe für mich vertreiben? Falls Sie sich fragen, welche Monty-Maulwürfe ich meine, ich spreche über... Hey! Huh. Los geht! Yeah! Boah, der Kerl ist... Ich glaube, die müssen sich jetzt nicht kümmern. Okay. Ich glaube, zuerst gehe ich auf den da hinten. Irgendwie provoziert er mich gerade am meisten. Oh, eine Rubinbeere. Ist ja... Na, komm! Du, ach, komm. Spring ich halt auf dich drauf. Der provoziert mich voll am meisten. Oh nein, du haust mir jetzt nicht ab. Denn du wirst schon vorher sterben. Sehr gut. Ich hoffe, da gibt mir jetzt irgend so ein super Duke Nukem Item, keine Ahnung. Wie, 2 Münzen? Ich dachte, der hätte jetzt wirklich so ein seltenes Item bei sich. Oh. Bei mir hat gerade mein Controller rumgespackt, oder? Ich hoffe, die Batterien sind davon nicht leer. Ja, ich spiele mit einem kabellosen GameCube-Controller, der auf Batterien läuft. Ah, scheiße. Der hängt wirklich ein bisschen gerade. Und ich glaube, soweit ich weiß, habe ich keine Batterien mehr im Haus.
Scheiße. Und ich muss ein Pokémon Kolosseum aufnehmen, weil mir davon die Aufnahmen fast ausgegangen sind. Soll ich denn das ohne... Obwohl... Ach, was laber ich? Ich habe eigentlich noch einen zweiten GameCube-Controller. Wenn ich mal drüber nachdenke. Das spiel ich halt mit Kabel. Auch kein Problem. Okay, ihr Maulwurf. Alter, 12 KP. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Na komm, Bombett. Machen wir halt eine Megabombe, Bodenbombe. Ach, das reicht, glaube ich. Nein, ja. Aber dennoch leben die Viecher. Das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Machen wir halt ein Superbeben hinterher. Nimm das. Und weg sind die Maulwürfe. Aber es kostet mich übertrieben viele BP. Genau 10, um genau zu sein. Und das Wort genau zu benutzen. Hier, 3 Münzen, so als Gnade. Okay, wo sind die? Wo sind die anderen? Hier, ach Mist. Egal. Ihr seid auch zu viert? Ist ja toll, dann machen wir eine Viererparty. Los, eine Powerbombe für euch. So. Und dann noch, weil es gerade so ziemlich geil war. Ein Superbeben hinterher. Was, ey? Komm schon, ich hab den Knopf nicht losgelassen. Ah. Ey, das ist so unfair, Mann. Ohne Scheiß, ich hab den nicht losgelassen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob es echt am Gamepad liegt. Ob der jetzt echt so rumspackt. Ich muss die ganzen Drecksviecher einzeln killen. Das kotzt mich auch ein bisschen an. Ja, 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 ja. Komm. Boah, wie dreckig das ist. Die hätten schon längst alle tot sein müssen. Stattdessen werfen die mich die ganze Zeit mit Steinen ab. Boah, wie elegant der darüber schwebt. Eigentlich schon ziemlich cool. Ich wünschte, ich hätte auch so eine Ability. Und die Kacke ist, ich habe jetzt gar keine Kraftpunkte mehr oder BP. Ich habe nix. Was ich habe, sind 2 Gegner. Also 2x4. Was? Ich bin doch eindeutig auf den drauf gesprungen. Ey. Ja, dann spawnt er halt in mir. Okay, ach, hier sind nur noch zu zweit. Das finde ich ein bisschen geiler. Kümmere ich mich halt einzeln um die. Ich denke mal, eine Verteidigung haben sie nicht. Ich glaube, kann Mario 6 abziehen? Doch, mit dem Sprung kann er 6 abziehen, wenn ich... Aber irgendwie... mal gucken. Ja. Das war klar. Ach, jetzt geht's. Oh Mann, das ist echt kacke. Gut, einen Stein muss ich dann wohl noch ertragen. Meine KP sind voll im Keller. Wow, sogar mit Verteidigung. Sehr großzügig, ja. Und dann noch daneben geschmissen. Oh Mann. Egal, ich setze dann jetzt endlich mal den Himmelskuss ein, regeneriere 20 KP, denn genau das ist das, was ich jetzt brauchen werde. Holen wir uns erstmal die. Oh, geil, mit der würde ich gerne schlafen. Ja. Aber es reicht leider nur für einen Kuss. Fürs Erste. So, und... fertig. Oh Mann, einer bleibt nur übrig, ey. Da hat man doch einfach nur Bock, das Spiel in die Ecke zu schmeißen. Diese Unkrautbeseitigung. Du. Boah, diese Phoenix Wright-Mucke, ohne Scheiß. Haben die sich von Capcom dann ein Beispiel an diesem Spiel genommen, oder was? Also von dieser Melodie. Ach, einer. Oh, ist ja putzig, hör mal. Man. Plötzlich ist nur einer, vor dem man echt keinen Schiss haben muss. Na, dann geht das ja. Ich dachte, das wäre wieder so eine Kack-Vierer-Truppe. Auf die hat man doch echt keinen Bock. Und die Musik wird wieder so komisch friedlich. Oh. Oh, yippie, hurra, hurra. Jaus jubelt. Sie haben die Monty-Maulwürfe vertrieben.
Oh, vielen herzlichen Dank. Um meine Dankbarkeit zu zeigen, sollen Sie diese Zauberbohne haben. Hier, bitte sehr. Na gut, da hast du. Eine Zauberbohne. Hä? Ja, mein Name ist Petunia, man nennt mich auch den Samen-Maniac. Ja. Ach, wegen der Zauberbohne, die ich Ihnen gab. Sie sollten sie nicht einpflanzen. Warum nicht? Weil sie als Bohne ewige Freiheit genießen wird. Nachdem man sie gepflanzt hat und sie Wurzeln schlägt, wird sie sich nie wieder bewegen können. Denken Sie nicht auch, dass das sehr traurig ist? Oh, komm. Bitte pflanzen Sie nicht zum Beispiel lockere Erde und gießen Sie sie nicht mit Zauberwasser. Ich will nicht, dass ein Trieb aus meiner süßen kleinen Bohnen sprießt. Nein. Alter, natürlich will das. Pflanzen Sie es bloß nicht in lockere Erde rein. Und tun Sie halt auch nicht mit Zauberwasser gießen. Oh. Was ist das? Ein Bohnen. Naja, wieso nicht? Bitte. Wer wirft da sein Müll in meine Quelle? Wer es immer sein magst, du verdienst dies für deine Unverfrorenheit. Was? Ey, Mann, wirft er mir einen Gegner zurück? Was ist das denn? Aber ich meine, es gibt irgendein Item, da können wir reinwerfen, dann kriegen wir irgendwas. Zumindest habe ich das beim ersten Durchspiel mal so gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich weiß nicht mehr, was es war. Wisst ihr, was es war? Ich weiß nicht, was es war. Ich meine, wenn ich jetzt sage, schreibt mir, was es war, dann schreibt ihr, was es war. Aber bis dahin habe ich eh noch eine Aufnahme gemacht und ach, egal, wisst ihr was, ihr könnt es von mir aus reinschreiben, was weiß ich. Falls ihr wisst, was man hier reinschmeißen muss, um irgendwas nicht so Fieses zu bekommen. Nur gucken, ob ich das auch mache, weil ich müsste den ganzen Weg hier zurücklaufen und diesen Gegner und... Moment. Irgendwie kommt mir das ein bisschen verdächtig vor. Ist hier vielleicht ein versteckter Block? Scheinbar nicht, okay. Aber hier ist so ein komischer Schatten, deswegen. Sicher, dass hier nichts ist? Ich meine, ihr seht auch diesen Schatten, ne? Hm. Hier kann ich schon ein Item reinschmeißen. Von hier kann ich auch Items reinwerfen, also. Pff. Naja, komische Sache, aber belassen wir es einfach dabei. Gehen wir erstmal wieder zurück. Den Osten haben wir jetzt erkundet. Nein! Ich wusste, er schafft es! Ja, leck mich. Oh, boah. Die schaffen es immer. Immer. Na gut, dann friss bitte das. Die Biene elektrisiert. Würde eigentlich auch nicht das erste Mal passieren, wenn man so ein... diese Mückenschock-Dinger da hat. Bitte keine Bienen mehr. Nur so ein Susel, Kusel, hier Wusel. Egal. Ist hier ein Speicherblock? Ich meine, hier war ein Speicherblock, neben den Dekobomb. Yes, dann können wir erstmal abspeichern und ich kann mich erstmal beruhigen. Indem ich diese Aufnahme hier beende. Ist das hier lockere Erde? Ach egal, kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Ich danke euch jedenfalls fürs Erste, fürs Zusehen. Bis dann.